Liebe Rollerfreunde, liebe Piaggio-Fans, ich bin jetzt seit einigen Tagen mit der brandneuen Piaggio MP3 300 HPE unterwegs, einem neuen Modell im Jahrgang 2019 aus der MP3-Familie, allerdings mit komplett neuem Chassis. Kleiner, schlanker, schmäler und vor allem, und jetzt kommt's, rund 40 Kilo leichter als die MP3 500. Das geringere Gewicht macht sich insbesondere in der Stadt durch eine erhöhte Wendigkeit und Lebendigkeit bemerkbar, ohne dass die MP3-typische Stabilität in irgendeiner Art und Weise gemindert wäre. Angetrieben wird dieser MP3 300 HPE, wie der Name schon sagt, von einem 300er aus der Vespa GTS, dem neuen Motor, der in dieser Variante allerdings 2,5 PS mehr leistet. Vielleicht ist der MP3 300 HPE nicht ganz so spritzig wie eine GTS, durch das Gewicht bedingt, aber trotzdem muss man sagen, dass der Motor sich leicht tut mit den 236 Kilo Gewicht dieses Rollers. Roller mit zwei Rädern an der Vorderachse haben einige gravierende Vorteile. Der wichtigste ist vielleicht, dass dieses Fahrzeug mit dem Führerschein B zu fahren ist, genauso wie die größeren Schwestern, die MP3 350 und 500. Man braucht also keinen Motorradführerschein, um dieses Fahrzeug in der Stadt und über Land zu betreiben. Zweiter gravierender Vorteil von diesen Großrollern sind die beiden Räder an der Vorderachse, die es zuverlässig verhindern, dass ein Rad wegrutscht. Dieser Roller kann also maximal untersteuern, das heißt über die Vorderachse schieben, aber das Rad oder die Räder können nicht wegkippen. Man hat also zwei Scheibenbremsen an der Vorderachse zur Verfügung und zwei Räder, die natürlich doppelt so viel Bremsleistung auf den Asphalt bringen können. Merkmale dieser Typisierungsversion ist eine Handbremse und eine Fußbremse, die integral wirkt, das heißt beide vorderen Bremsen und die Hinterradbremse gleichzeitig betätigt. So, das A und O jedes Fahrzeuges im Jahr 2019 ist natürlich die viel gepriesene Connectivity. Über Bluetooth nimmt das Mobiltelefon Verbindung zu diesem Großradroller auf und schickt Informationen wie zum Beispiel Navigation oder auch SMS-Daten oder Telefondaten an das Fahrzeug, empfängt auf der anderen Seite über die App Informationen wie Beschleunigung, Spritverbrauch oder auch Kilometeranzahl. Die Großroller dieses Typus erfreuen sich in Österreich vielleicht noch nicht ganz der Beliebtheit, die sie insbesondere in Frankreich, im Großraum Paris haben, aber auch in Italien, wo dreirädrige Fahrzeuge, das heißt eigentlich Fahrzeuge mit zwei Rädern an der Vorderachse, sich als ideales Commuter-Fahrzeug entpuppt haben und zum Beispiel in Paris dem Auto bald den Rang ablaufen. Egal ob über Land oder in der Stadt, dieser Roller ist immer eine spritzige und wendige Variante, um ein Auto zu ersetzen, würde ich mal sagen. Und macht so viel Spaß wie ein Roller, hat aber ein paar Bonuspunkte auch in Bezug auf Stauraum, Sicherheit, Bremsvermögen und auch Wetterschutz, weil doch die Füße und der Oberkörper sehr gut bei Schlechtwetter geschützt sind. Ich kann also allen Autofahrern oder auch Besitzern von A-Führerscheinen, die nicht so viel Fahrerfahrung haben, nur empfehlen, diesen MP3 300 HPE zu testen und einmal auszuprobieren und zu erleben, wie sich ein solcher großer Roller mit zwei Rädern an der Vorderachse fährt. Und ich sage euch, ihr werdet wirklich überrascht sein, wie leibend das ist.